Scherben auf dem Dach bringen Glück. Der klirrende Glasbruch gehört ebenso zum Zeremoniell von Erl-Zimmerermeister Lothar Weber wie der traditionelle Richtspruch, den er vom Dach an die Besucher des Richtfests in der Deggendorfer Paterfinkstraße verkündet. Viele der Baustellenbesucher konnten es gar nicht so recht glauben, als sie neulich die Einladung in ihrem Briefkasten fanden. Unter ihnen auch der zweite Bürgermeister der Stadt Deggendorf. Es war doch erst vorgestern, als wir Spatenstich gefeiert haben. Es ist ein Wahnsinn, was hier geschehen ist. Und ich muss sagen, Respekt, liebe Familie Erl, was hier auf diesem Boden geschaffen worden ist. Der Spatenstich war am 7. April, das Richtfest am 21. Juli. In gewohnt zügiger Erl-Bauzeit sind die Apartments im Nordosten von Deggendorf in nicht einmal 4 Monaten in die Höhe gewachsen. Das Richtfest, zu dem Geschäftsführer Alois Erl Junior Projektpartner, Käufer und Interessenten begrüßte, markiert den Abschluss der Rohbauphase. Beratung und Verkauf vor Ort laufen bereits. Zentrumsnah entstehen hier moderne 1-, 2- und 3-Zimmer-Eigentumswohnungen, hochwertig ausgestattet, größtenteils barrierefrei, mit einer Wohnfläche von 40 bis 112 Quadratmetern. Wohnraum, der für Mieter und Kapitalanleger begehrt ist, im wachsenden Deggendorf. Die Kaufentscheidung fiel auch Heinrich Dick daher nicht sehr schwer. Erst recht, als er hörte, wer hinter diesem Projekt steht. Was mich dazu bewogen hat, ist die jahrzehntelange solide Arbeit auf der Bauseite, also die handwerkliche Arbeit, aber auch die solide wirtschaftliche Basis. Also ich bin eigentlich BWL-Professor und habe mir die Zahlen des Unternehmens vorgenommen. Ich habe in meiner Karriere viele Bilanzen gesehen, aber das ist schon außergewöhnlich. Neuer Wohnraum für Deggendorf in gewachsener Struktur, eine nicht alltägliche Gelegenheit. Lassen auch Sie sich persönlich beraten. Termine vor Ort sind nach Absprache jederzeit möglich. Alle Informationen finden Sie im Internet auf www.erl.de.